Also, man muss sich vorstellen, wir zwei haben schon lange vorgehabt, ein Projekt zusammen zu machen. Immer wenn wir telefoniert haben, waren wir übermüdet. Und haben uns irgendwann gefragt, warum sind wir immer übermüdet? Und dann stellten wir fest, wir haben immer telefoniert, wenn der Ad-Chat in den USA war. Und da Okay. haben wir festgestellt, der ist immer nachts um zwei. Zeitverschiebung und so. Hm. Und das war schon schön. Also, wir waren immer wach geblieben, um da mitzumachen. Aber wir dachten uns, wenn wir da jedes Mal mitmachen, muss das auch für andere interessant sein. Und dann haben wir Ende August, 29. August 2013, miteinander telefoniert, 45 Minuten genau, und haben gesagt, wir machen diesen Ad-Chat als adchat.de, als ein Chat auf Twitter für Menschen, die mit Bildung zu tun haben. So, jetzt ist es raus, das machen wir. Ein Chat auf Twitter, der für Menschen ist, die sich für Bildung interessieren und was zu sagen haben dazu und aber noch nie die Plattform gefunden haben, das zu sagen, was sie sagen konnten, außer auf dem Barcamp, das vielleicht einmal im Jahr stattfindet, nicht jede Woche. Und dann haben wir das abgesprochen, geplant. André hat dann ganz schnell die Infrastruktur auf das aufgebaut, was er eh schon hat. Einfach ein Wiki, also ich habe ein Wiki halt und da sammeln wir die Tweets, die so zusammenkommen. Da sind ein paar Kolleginnen, die sammeln die mal ein mit einem Google-Tool. Und einen Blog habe ich einfach bei WordPress eingerichtet, wo wir dann so die Fragen veröffentlichen und auch so ein paar Gedanken zum Thema und dann haben wir losgelegt, so Grassroot quasi, at its best, ne? Und wir haben dann auf Twitter ganz klar gesagt, liebe Leute, das gibt's jetzt, macht mit. Ja, mich macht ja total neugierig, wie ihr das eigentlich geschafft habt, 100 Lehrer jede Woche abends um, sagen wir mal, 7:30 schon völlig auf die Bäume zu bringen, weil gleich geht's los beim Ad-Chat. Was ist da eigentlich los? Das fragen wir uns auch, ne? Ja, das ist, ich habe so eine Ahnung, woran das liegen könnte. Wir sind netzsensibel. Das heißt, ja, wir gehen ins Netz und sagen, liebe Leute, ihr könnt was. Also das ist ja der erste Schritt. Also ich glaube, das erste Wichtige war, was wir gemacht haben, ist, dass wir rausgegangen sind und die Leute uns kennengelernt haben, schon bevor wir das gemacht haben. Und als wir das dann gemacht haben, da wussten die Leute schon, die können was und jetzt trauen die uns auch noch zu, dass wir was können, weil wir was sagen dürfen. Okay. Und wir dürfen auch die Themen selbst auswählen. Das heißt, das ist ein Format, das ganz klar sagt, liebe Leute, ihr nehmt teil, ihr könnt was. Und in dem Augenblick, in dem wir sagen, liebe Leute, ihr könnt was, fühlen die sich natürlich wohl und dann kommen die auch. Und diese Struktur, die ihr da vorgebt mit den Fragen und so weiter, das macht die Sache schon so ein bisschen zielgerichtet, oder? Ja, das muss ja auch bei 100 Leuten, brauchst du schon so einen groben Rahmen. Allerdings haben wir das auch verändert, ne? Wir haben das, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, als wir angefangen haben vor fast 3 Jahren, hatten wir ein anderes Konzept mit den Okay. Fragen auch. Und dann haben wir das immer so, wir gucken halt immer, wie das funktioniert und Ja. haben es dann so ein bisschen verändert. Und mittlerweile haben wir jetzt schon seit einer längeren Zeit ein festes Format mit Fragen. Die kommen im 5-Minuten-Takt und so fast nach einer halben Stunde ist mal ein bisschen längere Pause zum Durchatmen. Und dann geht es wieder weiter. Und am Schluss wird ja dann immer eine Frage gestellt, die das nächste Thema eröffnen soll, dass die Leute Themen vorschlagen können. Also ich habe den Ad-Chat kennengelernt, weil man mich eingeladen hat, ihn einmal zu moderieren, nämlich während eines Sommer-Special. Und da ist mir eigentlich erst richtig klar geworden, wie dieses Format funktioniert und wie einem innerhalb von einer Stunde 1000 Tweets um die Ohren fliegen. Das ist jetzt nicht das normale Tagesgeschäft einer Bundestagsabgeordneten. Das bin ich übrigens im normalen Leben, genau. Und du Mit heißt? Berichterstattung für diese digitale Bildung, also dieses Internet, ihr wisst schon. Und ich heiße Saskia Esken. Wer bist denn du eigentlich? Okay, ja, also ich bin einer von denen, die darauf vertraut haben, dass sowas auf Twitter geht. Und ich weiß auch, dass jetzt ganz viele, die dieses Video sehen, wahrscheinlich sagen werden, Twitter, was kann man damit machen? Und ich kann dann nur wieder sagen, das kann ich nicht erklären, weil das ist das klassische Phänomen. Man erlebt es tatsächlich erst in der Aktion. Ich heiße Thorsten Labe, ich bin Lehrer in Frankfurt am Main für so spannende Fächer wie Deutsch und so wichtige Fächer wie Religion und moderiere jetzt seit über 2,5 Jahren den edchat.de zusammen mit André Spang. Also genau, mein Name ist André Spang, ich bin auch Lehrer, auch für Religion und Musik. Und ja, das ist ja eigentlich schon das Wichtigste. Komme aus Köln und moderiere zusammen mit Thorsten den EdChat.de. Ja, Jetzt. es existiert ja edchat.de ja als Gemeinschaft eigentlich nicht nur dienstags von 20 bis 21 Uhr, sondern faszinierenderweise und vor allem also
auch wirklich erfreulicherweise existiert diese Gemeinschaft ja auch die anderen 23 Stunden am Dienstag und die anderen 24 Stunden an den anderen 7 Tagen. Mhm. Genau. Das heißt, ihr habt Leute zusammengebracht und miteinander vernetzt, die, wie du sagtest, sich bisher nur einmal oder zweimal im Jahr bei Barcamps getroffen haben und die sind jetzt bei Twitter und natürlich auch bei anderen noch auf anderen sozialen Medien miteinander verbunden. Die haben sich persönlich kennengelernt, die treffen sich auch mal so. Heute. Zum Beispiel heute bei der Didakta oder bei anderen Veranstaltungen, wo es sich lohnt, wo man Neues erfahren kann, wo man sich austauschen kann. Man erfährt auch, dass ganz viele Leute bei edchat.de mitlesen. Finde ich auch ganz spannend. Habe mich gestern mit jemand unterhalten. Da wird einfach mitgelesen, anonym halt. Was machen die da? Man twittert nicht selber mit und nimmt das so als Informationspool. Und wenn es ganz spannend ist, schaltet man sich auch mal ein. Ja, und in der Tat ist es eine Community, sind eigentlich ja schon jede Woche ähnliche Leute, die da mitmachen, kommen immer mal wieder ein paar andere dazu. Und ganz spannend ist dann auch, wenn die sich mal treffen, so wie heute auf der Didakta, waren das 25 oder so, die dann auch das so gelegt haben, dass sie heute alle zusammen um 14 Uhr an einer bestimmten Stelle waren und dann eine Stunde mal gesprochen haben. Und dieser damit verbundene Pragmatismus, den finde ich so spannend. Da findet eine Veranstaltung statt und irgendjemand fängt an zu sagen, sind eigentlich Leute da von diesem edchat.de? Und ich weiß noch, wie ungefähr ein Jahr nach Beginn ich mal wieder über so eine Sache sprach. Das war so ein ganz freies Treffen in Frankfurt, Bildungs-App haben wir es genannt. Da saßen ein paar Leute zusammen und wir haben über den edchat.de gesprochen und dann sagte jemand, der an der Uni forscht, ja, was ihr macht, ist kein Chat, was ihr macht, ist Community Building. Und das war mir bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar. Aber ich fand es total faszinierend. Wir haben also quasi Community Building gemacht, ohne es als Ziel zu haben. Das ist also ein Selbstläufer geworden. Und ich finde es großartig, bei Tagungen zu sein. Und dann ist da ein Tisch mit Leuten, die kennen sich bis dahin zum Großteil erstmal nur online. Und dann sitzen sie zusammen und je mehr Tage ich jetzt besuche, da gibt es dann Leute, die sehen sich immer wieder, aber es kommen auch immer wieder andere Leute dazu, die man so noch nie gesehen hat. Und so kommt plötzlich das Internet ins Real Life, ins echte Leben und kriegt so Hand und Fuß und das hat so eine Dynamik, das verbreitet sich einfach. Das ist diese Geschichte, und das ist sozusagen das, was man machen muss, um so ein Projekt hinzubekommen. Man zeigt sich im Netz, man zeigt sich im Prinzip als Ressourcenträger, holt andere Leute ran, die Ressourcen haben, kann dadurch die Ressourcen ausbauen, wird dafür untereinander auch immer wieder interessant und interessanter, weil die Leute immer klüger werden, dadurch, dass sie ja machen. Und durch dieses Klügerwerden kommen dann auch neue Ideen und seit letztem Jahr dann auch noch zwei neue Moderatorenteams. Wichtig ist auch, dass die Community sich einbringen kann. Also wir haben auch gesagt, wir stellen das Format zur Verfügung, wir moderieren das jede Woche, aber wir freuen uns halt auch, wenn Leute jetzt zum Beispiel Tweet-Protokoll machen oder Blogs schreiben, Berichte schreiben. Und weil es geht ja auch über den Chat hinaus, das wird ja auch vielleicht mal bemängelt, dass man sich zwar kurz austauschen kann, aber tiefergehende Diskussionen kann man nicht führen. Ja, die 140 sind eine gewisse. Aber also für mich ist es eigentlich auch ganz angenehm, weil ich finde, das reicht auch manchmal, um nachzudenken und dann wieder selber weiterzugehen. Also ich finde es eigentlich gar nicht mal als negativen Aspekt, dass es so kurz ist. Ja, du hast eine Anregung und selber musst du ja dann auch was draus machen. Und man hat viele Dinge, ne? Als Lehrer hat man genug zu tun. Und dann reicht eine Anregung, um die selber dann umzusetzen. Ja, die deutschsprachige Community ist überschaubar. Wobei, wie gesagt, die mitlesen, noch dazu gezählt werden müssen. Andererseits ist eigentlich dieses Format schon eine Massenbewegung, wenn man in den englischsprachigen Bereich schaut. Da haben wir das Ding ja. Da gibt es über 230 Chats zu den unterschiedlichsten Themen, die zum Teil von hunderten Leuten bespielt werden. Ja. Und da merkt man auch, wo die Grenze des Formats liegt. Aber die Lösung dafür ist dann eben, dass es nicht nur ein Format gibt, sondern eben auch noch, also nicht nur einen Chat gibt, sondern mehrere Chats. Wir haben das jetzt vor ein paar Wochen erlebt, da hatten wir ein Thema, da ging es um die Bibliothek als Ort des Lernens, wie sieht das in der Zukunft aus. Das Thema hat eine neue Klientel eröffnet, weil plötzlich die doch sehr rege Bibliothekslandschaft aufgetaucht ist,
die interessanterweise auch auf Twitter sehr präsent ist. Das war mir vorher gar nicht so bewusst, dass die so stark da präsent sind. Und da kam dann anschließend auch die Frage, ja, man müsste häufiger solche Bibliotheksthemen machen, worauf ich dann ganz entspannt sagte, ja, macht doch bitte einen Chat dazu, wenn euch das so spannend findet, das muss ja nicht alles über uns laufen. Das wäre wohl ein Weg, es in die Breite zu bringen, in dem tatsächlich mehrere Akteure, die sich im Bildungsbereich bewegen, solche Chats machen, weil die alle ein Teilgebiet abdecken können. Ansonsten gibt es im Internet Informationen auf der Webseite atchat.de. Genau. Und dort gibt es dann in der rechten Seite ein Menü, das sind alle Links zum Wiki, zu Google+, zur Facebook-Seite. Ihr dürft uns auf Facebook liken, sehr, sehr gerne. Und wenn das Video hier irgendwann auf YouTube auftauchen würde, dann natürlich ganz klar unten den Like-Button drücken, Daumen hoch. Und dann sagen wir von hier irgendwie Tschüss, ne? Ja, Tschüss. Tschüss. Und auf Twitter anmelden. Ja, Twitter, ganz wichtig. Twitter, genau. Hashtag, also dieses Kreuz, ne, was man vor die Noten schreibt. Das ist nicht jetzt hier so, sondern mehr so. Ah, das da. Okay. Tschüss. Tschüss.